Damit mal wieder ein Willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. Habe ich mich hier schon mit dem Iteriten vergnügt? Ich meine, habe ich den schon gekuschelt? Weiß ich nämlich gerade nicht. Lieber nochmal prüfen. Ah, okay. Glück gehabt. Ich hatte gerade ein bisschen, ein klein wenig Sorge. So, mit dem nächsten Login sollte ich dann auch all möglichen Kram zugeschickt bekommen. Ein bisschen was im Online-Store geholt. Was hast du denn geholt? Banditen. Ey, die kenne ich doch. Oh, bitte. Bitte helft mir. Mein teuerstes Stück haben sie mir geraubt. Namika? Buglamats Amme? Ach, ihr seid doch. Hey, Schnauze. Und keinen Mucks da drüben, sonst geht's der Alten gleich schlecht. Tatsächlich glaube ich, dass es euch gleich schlecht gehen wird. Was? Hat der Kerl vorhin nicht Vuklamat erwähnt? Und seine Kollegin gefällt mir auch überhaupt nicht. Verdammt noch eins. Bringt die Beute zum Chef, wir kümmern uns um diese Sache hier. Endlich mal wieder Gesichter verprügeln. Halt, nein! Bitte nehmt es mir nicht weg! Hinterher zu laufen ist keine gute Idee. Ich verlasse mich auf deine Schlagkraft und kümmere mich dafür um Namika. Ha, lauf nur, dich holen wir uns später. Tja, meine Freunde, ihr habt leider gerade ein riesengroßes Problem. Nachdem wir mit dir fertig sind, dann sind die Alte und das Langohr dran. Ich sag dazu nur, Bahamut, ich wähle dich! Ups, das war der erste. Ups, das war der zweite. Oh, verdammt. Und wem haben wir uns da angelegt? Mit einem richtig dicken Truthahn, mein Freund. Katze. Dann wollen wir mal unsere Freunde retten. Oh, Moment. Windätherquelle. Das war nicht das Richtige. 252 Südosten. Tut mir leid, Brudi, ihr habt wichtige Dinge zu tun. Da oben. Ach, komm schon, Kaktus. Willst du das wirklich? Danke. Aber trotz allem muss ich sagen, ich finde diese Weitsicht und dieses, das ganze Drumherum hier eigentlich ziemlich schick gemacht. Das gefällt mir wirklich. Die Sache mit den Erzheimen finde ich ein bisschen seltsam. Das ist okay, aber trotzdem allein dieser Blick so auf diese anderen kleinen Dörfer und diese weite Steppe. Also von hier oben ist das schon geil. Schöner Spielstil, Dufti. Danke schön, mehr Bodensalmer. Hä? Ich verstehe jetzt nicht dieses Spiel. Es gibt nur einen Spielstil. Dieses Spiel spielen. Guck mal, da haben wir Namika und Erenwil.
Ich danke euch für eure mutige Rettung, Frau Mietze. Zu dumm, dass uns der Dieb mit der Beute entwischt ist. Aber ich habe eine Idee, wohin er geflohen sein könnte. Darf ich fragen, was genau dir gestohlen worden ist? Ach, der Armreif, den mir Wudler Mark geschenkt hat, als Zeichen ihrer Dankbarkeit, sagte sie. Etwas Wertvolleres hätte sie sich kaum greifen können. Wenn ich mich recht erinnere, war sie seit jeher ihre Amme, nicht wahr? Ganz recht. Und jetzt ist sie eine stolze Königin und ich eine alte Frau. Da dachte ich, es ist an der Zeit, nach Yasulani zurückzukehren. Als ich mit Wudler Mark darüber sprach, schenkte sie mir diesen wunderbaren Armreif, auf das wir für immer miteinander verbunden sein mögen. Und nun ist er fort. Meinen letzten Pel hätte ich ihnen nur gerne überlassen, wenn sie mir nur diesen Armreif nicht genommen hätten. Niemand klaut einer unschuldigen alten Frau ihren Armreif. Ich muss dich kaum fragen, was du davon hältst. Ja, hallo? Nase zertrümmern, Knochen verrenken, Kiefer brechen. Wir holen den natürlich zurück. Wirklich? Aber ist das nicht entsetzlich gefährlich? Alter, ich hab Götter besiegt. Let's go. Für die Diebe, ja. Die größte Schwierigkeit wird eher sein, den Armreif zurückzuholen, ohne gegen das hiesige Waffengesetz zu verstoßen. Dabei kann ich hoffentlich helfen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet. Wudler Mark hat ausgezeichnete Freunde, wie ich sehe. Als erstes sollten wir Namika zu den Chichenevici-Quellen bringen. Dort ist sie nicht allein und IAT kann ein Auge auf sie haben. Ich danke euch. Ich danke euch von ganzem Herzen. Gar kein Problem. Und dann gibt es richtig harte Rache. Man sagt, Rache ist süß, aber an dieser Stelle würde ich einfach mal ganz stumpf sagen, da kriegen Leute ins Gesicht. Also sowas finde ich ja schon wieder richtig frech. Ich habe mir schon alles erzählen lassen. Keine Sorge, ich kümmere mich um die gute Namika. Sollte es noch irgendwelche Räuber versuchen wollen, bekommen sie es mit mir zu tun. Und verzeihlich, was sie der Dame angetan haben. Ein so kostbares Stück, an dem so viele Gefühle hängen. Schämen sollten sie sich. Zum Glück wurde jedenfalls niemand verletzt. Ich kann mir das Motorrad nur holen, wenn ich einen Dienstaccount habe. Das heißt also, wenn du ein Abo zahlst oder wenn du generell das Spiel gekauft hast. Also bist du noch im Probe-Account oder im Probemonat oder wie das heißt? Bist du eigentlich in meinem Weltenkontaktkreis? Cynthia Dragosia, ja, bist du. Achso, Probe bis Level 70. Okay, ja gut. Dann genieße es. Also dann holen wir uns diesen Armreif zurück. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir uns nach dem hiesigen Gesetz richten müssen und Wudler Marts Namen sollten wir wirklich nicht besudeln. Zudem möchte Namika sicherlich nicht, dass wir Blut vergießen, um ihren Schmuck zurückzuholen, nicht wahr? Ey, hier wird gar keiner Blut vergießen. Ich werde sie einfach in Flammen aufgehen lassen. Kurzum, wir wollen die Sache gewaltfrei lösen. Falls es doch brenzlig wird, bitte ich dich zumindest niemanden zu töten. Und das ganz große Ganze dieser Bande muss sich ohnehin die Staubwacht kümmern.
Nicht töten? Liebe Zeit, mit wem haben wir es hier zu tun? Bist du irgendeine furchtbar starke Kaktorringerin oder sowas in der Art? Eine Weltretterin, wenn man das so will. Endlich! Ey, diese Sprüche habe ich die ganze Zeit gewollt, weil, wisst ihr, so einfach, dass dieses, was man halt eben so gemacht hat, zumindest so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Und jetzt endlich eine Weltretterin, wenn man so will. Eine Weltretterin? Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau das heißen soll, aber beeindruckend klingt das allemal. Ach, wisst ihr, wenn ich das ganze Abenteuer erzählen würde, wir sitzen noch morgen hier. Wollen wir zum Punkt kommen? Was weißt du denn über diese Bande, Yate? Ah, gute Frage. Also im Südwesten von hier gibt es ein verlassenes Städtchen, Tonatenjavi. Man munkelt, dass dort seit kurzem zwielichtige Gestalten ein- und ausgehen. Tonatenjavi. Richtig, das war doch ein kleines Bergdörfchen. Jetzt soll es aber fürchterlich verfallen sein. Stimmt, alle fördern nur noch Erdsalm. Niemand will mehr im Schweiß seines Angesichts auf Erzadern einhacken. Das klingt tatsächlich wie ein perfektes Versteck für eine Räuberbande. Zumindest ist unser Armreif-Dieb ebenfalls in Richtung Tonatenjavi gelaufen. Frittiertes Tonaten. Nein, gebratens. Na dann, nichts wie los. Sollen wir der Staubwacht Bescheid sagen? Auf jeden Fall. Nein, ich würde mich vorerst lieber selbst einmal umsehen. Ist das in Ordnung für dich? Es gibt etwas, dem ich mich vergewissern möchte. Gut, dann treffen wir uns in Tonatenjavi. Von hier aus einfach nach Westen. Du kannst es nicht verfehlen. So, nebenbei sammeln wir natürlich, wie soll es anders sein, unsere Windätherquellen ein. Achso, Richtung Osten. Warte mal. Richtung Osten? 249 Jahre Richtung Osten? Wir waren noch erst in Richtung Osten. Ich muss sagen, hier klingt die Musik wie diese Presets, die man beim Music Maker hatte damals. Also jetzt ohne die Leistung herabzustufen oder so. Ich meine, Soken macht unglaublich gutes Werk, aber der Anfang klang schon so ein bisschen generisch. Aber ich meine, Soken ist ja was komponieren angeht sowieso. So ein Allround-Wunder, ne? Schon krass. Ich meine, er kann ja gefühlt einfach jedes Instrument spielen. Aber am besten spielt er sich selbst. So, jetzt von mir aus Richtung West. Ah, okay. Ich sehe es. Da, sieh nur. Den Gerüchten zufolge ist das ihr Versteck.
auch wenn sie mir keineswegs versteckt aussehen, so wie sie hier herumstolzieren. Das muss die Staubwacht doch mitbekommen haben. Aber kümmern wir uns als erstes um den Armreif. Den Dieb von vorhin konnte ich daraus nicht sehen. Aber vermutlich hockt er in einem der Häuser. Willst du dich reinschleichen und dich drin umsehen? Ich halte ein Auge auf das generelle Geschehen und dir den Rücken frei. Die Häuser hier sind aus mageren Brettern gezimmert. Du solltest also alles hören können, was im Inneren vor sich geht. Wird das jetzt eine Schleichquest? Achso, ja, naja, nicht wirklich. So, ich wollte zu der Windätherquelle. Aber hier gehen die irgendwie relativ flott, ne, die Ätherquellen. Oder kommt mir das nur so vor? Ey, doch Richtung Norden. Das Ding hat mich doch getrollt. Ich wusste doch, vorhin stand Nordwesten und dann auf einmal stand Südwesten. Da oben. Obvious. Das war wirklich sehr eindeutig. Luftschiffe sind so cool. Ah, da bist du jetzt. Sehr schön. Ha. Auf der Spitze. Obvious, Dufti hat gesagt, das ist der ganze hier oben. Das war so offensichtlich. Bla 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 bla. Dufti ist so ein Lappen. Waschlappen oder Putzlappen? Schwierig. Weiß ich nicht jetzt. Was würdet ihr mich so definieren? Waschlappen oder eher Putzlappen? Oder vielleicht doch lieber Topflappen. Brumm, brumm, ich bin ganz unauffällig mit meinem Motorrad. Hier solltest du gut verborgen sein. Achte darauf, dass du nicht entdeckt wirst und belausche die Bande. Du spitzt deine Ohren und wirst Zeugin eines Gesprächs. Waschlappen passt. Okay. In Wahrheit haben wir alles dem Chef zu verdanken. Wir müssen nicht wie alle anderen im Sand herumwühlen, um reich zu werden. Schon. Aber, schon, dass ich mich überhaupt jemals mit einer Spitzhacke abgerackert habe. Und erwischt werden wir ja sowieso nie. Immerhin ist unser Chef bei der Staubwacht. Ja, sag ich doch. Hey, bist du bescheuert? Schrei das doch nicht so herum. Wenn er dich hört, zieht er dir die Hammelbeine lang. Das ist so eine Hanebüchen. Das glaubt doch sowieso kein Aas. Da hast du recht. Zum Wohl. Ja.
Ja, Ehrenwil, deine Theorien haben gestimmt. Falls das deine Theorie war. Aber oh hoppla, meine auch. Hier solltest du gut verborgen sein. Achte darauf, dass du... Bla. Ich höre jemanden schreien. Lasst mich frei. Verdammte Scheiße. Halt Maul da drin, du elender Rotzbengel. Lasst meine Freunde gehen, ihr Runik-Ersche. Ach, Runik-Ersche. Gar, ich stopf dir heißen Sand in deine verlogene Fresse, Geier. Na, wenn du den Chef so dringlich sprechen willst, dann führen wir dich ihm später doch einfach vor. Wir sitzen hier im Knast. Du spitzt den Ohren, die Ohren und belauscht das Gespräch. Chef, schau mal. Wir haben diesmal ordentlich abgeräumt. Dieser Armreif ist ein richtig dicker Fang, Chef. Ein Einzelstück von einem Meister, das sieht man sofort. Du Vollidiot. Wie soll ich ein Einzelstück denn bitte sehr verkaufen bekommen, hä? Ah, Entschuldigung, bitte, bitte nicht schießen. Ah, schön. Vielleicht bekommen wir es an einen Seemann von jenseits der See verheilt. Hier, deine Belohnung. Danke, Chef. Gut, sprechen wir draußen. Hast du etwas herausfinden können? Eine Geisel und ein Armreif. Der Anführer dieser Bande ist der Vizekommandant der Staubwacht. Es wirkt bei unserer Begegnung in Hustavi nicht gerade. Er wirkte bei unserer Begegnung in Hustavi nicht gerade sympathisch, das stimmt schon. Aber dass er ein derart mieser Kerl ist. Kein Wunder, dass er in letzter Zeit so viele Überfälle gab. Hast du sonst noch etwas überhören können? Sekova. Der zornige junge Mann, mit dem er sich. Ja, eine Trinkpause. Mit dem er sich gestritten hat, nicht? Der kam mir genauso schlitzohrig vor. Und auf einem Geier, hat er geschimpft? Das ist dann vermutlich der Spitzname ihres Chefs, hm? Nicht unbedingt ein Kompliment. Er stürzt sich auf die Schwachen wie ein Geier auf frisches Aas. Aber saubere Arbeit, Dufte. Damit wissen wir, wer der Strippenzieher ist. Wer hätte gedacht, dass er sich direkt in der Staubwacht versteckt? Aber wenn er seine eigenen Leute schon mit einer Waffe bedroht, müssen wir besonders vorsichtig sein. Wenn wir selbst kein Blut vergießen wollen, meine ich. Wie stellen wir das nur an? Wenn wir ihn allein treffen könnten... Hilft nur eins auf die 12. Nee, wenn wir ihn allein treffen können. Eigentlich bräuchten wir einen Plan, in dem auch der Kommandant und nicht nur der Vizekommandant dabei ist. Ne? Es müssten schon alle dabei sein. Das wäre gut, solange er sich mit seiner Bande umgibt.
gibt es ein ordentliches Gerangel, wird es ein ordentliches Gerangel geben, wenn wir ihn konfrontieren. Gut, ich habe da eine Idee, denke ich. Gibst du mir etwas Zeit? Ich möchte etwas ausprobieren. Im Südosten liegt eine Siedlung namens Luvateni. Alter, dieser Name! Luvateniyavasa. Luvateniyavasa. Ich dachte schon, ich habe die schlimmsten Namen hinter mir. Und jetzt kommt sowas. Alter Verwalter. Wenn das schon die Namen von diesem Addon sind, ich bin mal gespannt, wie es, was das nächste Addon liefern wird. Vor allem, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, der Name von Ehrenwiels Mutter wird anders gesprochen, als er geschrieben ist. Chalagelil. Es ist so ein bisschen wie diese Leseübung, Lese- und Wortübung, die man, oh shit, Moment, Südwest, die man Leuten mit Schlaganfällen gibt. Saki, hab eine gute Nacht. Träum was Süßes und verlauf dich nicht. Komm bald wieder. Ich werde da wahrscheinlich eh wieder hin müssen. Den Geier direkt zu konfrontieren, wird nicht funktionieren. Stattdessen müssen wir ihn herauslocken, ihn isoliert bekommen und alleine konfrontieren. Südlich von hier gibt es ein Revier der Jeh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 
an die letzte Windätherquelle. Quest oder suchen? Weil im Süden, du kommst ja später noch in den Süden. Da sind ja auch noch ein ganzer Haufen. Und ich glaube sogar die meisten. Es gibt eine im Norden irgendwo. Moment. Wenn du die hier im Norden meinst, spar sie dir bis zum Schluss auf. Hier drüben, hier in der Ecke, wo der Landeplatz ist, wird auch später eine Quest für die Windätherquellen sein. Dann kannst du dann direkt da hochwandern. Dann musst du das nicht jetzt machen. Aber ich weiß, eine war hier oben, eine war, glaube ich, hier. Eine irgendwo in dem Bereich, eine in dem Bereich und der Rest ist komplett in der südlichen Hälfte. Nee, weiter links. Oder lass. Musst mal gucken. Ich wüsste jetzt nicht, dass man hier mit der Quest hinkommt. Also generell kommt man hier relativ selten mit der Quest oder mit einer Quest an die Windätherquellen. So, Kot sammeln von den hässlichen Vogelviechern. Jetzt reicht's mir aber. So ist hier auch noch irgendwo eine Windätherquelle. 888 Jalmen nach Nordosten. Wo kann man im Online-Store gekaufte Sachen abholen? Du musst dich einmal ausloggen und dann wieder einloggen und dann bekommst du das per Post. Deswegen, ich habe ja auch diese Sachen hier aus dem, die ich jetzt während des Streams halt eben bekommen habe, diese Bonusgegenstände, die habe ich mir auch auf diesen Charakter hier geliefert. Die sind auch nicht angekommen. Da muss man einmal raus, einmal rein und dann hast du es. Im Normalfall. Jum, aber... Den Teil spare ich mir nach einer kleinen Pause auf. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergehen wird. Bis gleich.